Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Bei mir ist es diesmal romantisch, aber nicht im heute geläufigen Sinn. Bei Harles Lies geht es natürlich um die literarische deutsche Romantik und die hat ziemlich wenig zu tun mit Kerzenschein, mit Weichzeichner, mit Wohlfühl-Wellness-Kitsch. Es geht um die Seele, um das Empfinden, die Empfindsamkeit, um die Natur, um das Abenteuerliche, das Mysteriöse, das Magische, um unsere widersprüchliche Existenz. Und der Autor des Textes, den kennen Sie vielleicht, er gilt als einer der Wegbereiter der deutschen Romantiker, manche sagen König der deutschen Romantik, es ist Ludwig Tieck. Hier ist sein Brief an den Freund Wilhelm Heinrich Wackenroder. Am Sonntag vor 8 Tagen war ein kleiner Ball bei Reichhardts. Ein Gartensaal war sehr poetisch, mit Tannenzweigen und Blumenkränzen ausgeschmückt. Doch bin ich beim Tanzen mitten in der größten Freude, nicht im Mindesten vergnügt gewesen. Die Vergangenheit verfolgt mich allenthalben wie ein zu zärtlicher Freund. Alles Tanzen kam mir, ich weiß nicht warum, so unnütz vor. Das Vergnügtsein so unzweckmäßig. Ich überzeuge mich täglich mehr davon, dass ich nicht für die Welt gehöre. In der Einsamkeit ist mir besser. Der Ball endigte sich um 11 Uhr. Ich hatte ziemlich viel, aber ohne alle Teilnahme getanzt. Fast alle Gesichter waren mir zuwider. Ich bemerkte allenthalben Affektation und elende Eitelkeit, wo es vielleicht auch nicht der Fall war. Ich ging mit Bothe, Schmoll und Zack nach der Stadt, unter dem unerträglichsten Geschwätz, das mir in meiner wehmütigen Stimmung höchst zuwider war. Ich sprach kein Wort. Mögen Sie es meinethalben immer für Ziererei gehalten haben. Es war am 3. Juni, vielleicht bist du ausgegangen und erinnerst dich, dass es ein göttlicher Abend war. Der Mond schien so hell, die Luft war so heiter, der Himmel so blau. Ich begleitete mechanisch meine Gefährten bis zum Tor und kehrte dann um, ohne von ihnen eben bemerkt zu werden und ohne ein Wort zu sprechen. Ich forderte von der Natur Ersatz für die verlorenen Stunden und erhielt ihn. Ich war wirklich einmal glücklich. Ich ging neben Gärten hin, wo mich der balsamische Duft von 1000 Blumen umfing. Die Lichter erloschen nach und nach in den Häusern. Die Hunde bellten mir allenthalben nach. Ich ging vor einer Wassermühle vorbei, deren schäumender Wasserfall wie Flammen in dem Strahl des Mondes flutete. Alles war so schön, so abenteuerlich. Ich setzte mich oft nieder, die schönen Gegenden zu übersehen. Die Saale glänzte mir wie ein großer See. 1000 kleine Sterne zitterten auf der ungewissen Oberfläche. Ein leichter goldener Nebel ruhte über der ganzen Gegend. Die Wogen der Saale tönten in der einsamen Nacht wie die Schritte eines Wanderers, bald wie Harfentöne, bald wie das Rudern eines Schiffes. Oh, wie oft dachte ich an dich, wie oft wünschte ich dich an meiner Seite. Endlich stieg ich auf die Felsen, die schönste Gegend bei Giebichenstein. Wie alles romantisch vor mir lag. Mir war, als lebte ich in der fernsten Vergangenheit. Die Ruinen des Ritterschlosses blickten so ernsthaft nach mir hin, die Felsen gegenüber, die Felsen über mir, die wankenden Bäume, das Hundebellen, alles war so schauerlich. Alles stimmte die Fantasie so rein, so hoch. Oft saß ich halb im Traum, halb wachend, mit einem Auge süße Träume sehend, mit dem anderen die schöne Gegend blickend. Rührend ist mir immer der Untergang des Mondes. Er senkt sich so still, so bescheiden, einem größeren Platz zu machen, voll so ruhiger Scham. Und doch ist es, als könnte man ihm die tiefe Kränkung ansehen, dass er weichen muss, dass er nicht mehr, nicht heller glänzen kann. Ach, verzeih, du siehst, wie ich heute zum Schwärmen aufgelegt bin.
Das Heraufkommen des Tages ist mir immer so bang, so erwartungsvoll. Die ganze Natur scheint aufmerksam. Jetzt steig ich auf den höchsten Felsen. Das Morgenrot glänzte um den ganzen Horizont. Kurz diese Nacht gehört zu den schönsten Stunden meines Lebens. Sie wird mir unvergesslich sein. Ich habe hier manches gelernt, manches empfunden, was ich vorher nicht wusste, nicht empfand. Jede Woche eine neue Geschichte. Jede Woche eine neue Welt. Ich hoffe, Sie sind dabei.